was die Talons für Sachen machen hier, ne? Pump into the monkey. Ich will nicht gegen beide, die sind beide hässlich. Oh, ist das Tinder? Ja, das Moskau. Keine Eltern, warum? Nee, Talahons in Frankfurt. Hier ist mein Hotspot. Sobald ich einen Fuß hier drauf setze, ziehe ich diese Leute irgendwie an. Ich weiß nicht warum. Also ihr wisst, was zu tun ist, wie der Hase läuft. Checken wir einmal unsere Single Ladies ab. Applaus! Guckt sie euch. Mein Gott. Immer die gleichen cringe Leute, ne? Das ist auch geistkrank. Boah, es wird ja immer hier hübscher. Jetzt die Jungs. Nadja, joa. Boah, nochmal. Oh mein Gott, da ist ja einer hübscher wie der andere. Leck mich am Arsch. Wirklich, Talahun Endgegner sind hier am Start, ne? Also, ihr wisst Bescheid, Tinder auf meine Art, Ladies first. Hi. Hi. Wie geht's? Gut, dir? Stell dich mal einmal vor. Ich bin die Selina, ich komme aus Aschaffenburg und bin 20. Selina, kennt man nicht. Neuer Charakter freigeschaltet auf jeden Fall. Jahre alt. Und sie macht OnlyFans. Ich bin die Selina, ich komme aus Aschaffenburg und bin 20 Jahre alt. Und sie macht OnlyFans. Ja. Ach, du machst Selina Melle. Das gibt's nur im Doppelpack. Was meinst du damit? Oder kein Mensch will diese beiden haben. Also UF-Werbung crazy. Wie heißt du da denn und so? Das ist verrückt. Das geht ab. Wir machen zusammen OnlyFans. Wir haben zusammen Content. Was meinst du, uns gibt's nur im Doppelpack? Ja, weil wir halt immer zusammen sind und so auch nur jeden Tag draußen sind, ja. Okay, alles klar, ich verstehe. Du weißt aber... Jeden Tag draußen auf der Suche nach... Ihr wisst selber. Hier bist. Ja. Ja, was ist denn deine Aufgabe? Ihn abzuchecken. Ihn abzuchecken, genau. Check ihn mal ab, einmal von oben bis unten. I've been really trying, baby. Das ist wirklich, also Bruder, diese Tasche ist wirklich Talahun Endgegner-Tasche, ja? Bruder, was ist das für eine riesen Tasche, Digga? Das ist wirklich Laptop-Tasche. Einmal von oben bis unten. Das ist crazy, Bro. So, sag mir, Selina, ist es ein Date, ja oder nein? Also schon, ja. Also er sieht gut aus, aber ist halt nicht mein Typ, weil ich stehe auf Latinos. Und ja, also seine Jogginghose sieht gut aus. Also generell sein Style sieht gut aus. Und ja, aber wie gesagt, ich stehe nur auf Latinos. Nur auf Latinos? Ja, nur auf Latinos. Nur Latino? Nur Latino. Okay, wie muss dein Latino-Typ aussehen? Boah, keine Ahnung. Locken, braun gebrannt, ja. Okay, gut. Hast du sehr korrekt gemacht, Jack? Mann, 20 Dollar uns haben die schon weggehauen. Die sagt, die steht nur auf Latinos. Das ist auch krass. Die Meinung von ihm an. Yeah. Also komm mit. Stell dich mal vor. Hallo, ich bin Diego. Ich komme aus Aschaffenburg. Okay. Ja. Haben wir da ein Verständnis für dieses Video? Ja, klar. Auch das von deinen Eltern? Ja. Okay, schickst du mir später die Unterschrift. Diego? Check sie mal ab von oben bis unten. Really trying, baby. So, sag mir, ist es ein Date, ja oder nein? Begründe es. Nein. Also zu kurz zu meiner Verteidigung zu sagen, ich bin Spanier. Ich glaube, es zählt auch zu Latino. Nee. Latinos sind nur Lateinamerikaner, Digga, ne? Nicht Spanier, keine Portugiesen. Das ist auch eine Sache, Digga, die wird immer falsch interpretiert, ne? Leute denken, wenn die Spanier sind, sind die einfach Latinos. Aber ist nicht so. Ich denke mal, sie ist mit einer der peinlichsten Attraktionen in unserer Stadt. Sie ist auf jeden Fall ein bisschen bekannter. Und, hässlich ist sie nicht. Hässlich ist sie nicht. Aber... Junge, die ist tot, Digga. Ja, ich finde sie süß auch so, aber ja. Daten würde ich sie nicht. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Ich bin peinlich. Sie ist nicht peinlich. Ich bin peinlich. Was hast du gesagt? Ich bin peinlich. Sie ist nicht peinlich. Ihr beide seid peinlich. Was? Peinlich. Facts. Der Mann hat Facts gesprochen, ganz klar. Hä? Warum? Mit den ganzen Sachen, die ihr in den Videos sagt, Bodycount 777 und bei dir brauche ich gar nicht eigentlich drüber reden. Ich will nicht schießen, ich will nett bleiben. Ihr seid beide hübsche Mädels, aber es ist leider kein Date für dich. Nur weil wir Scheiße lieben, was weiß ich, hast du nicht gegen uns zu schießen und zu sagen, dass wir peinlich sind. Nur weil sie dich nicht will. Ja. Okay, alles klar, sehr schön. Cringe. Und wie muss deine Traumfrau aussehen? Ich stehe auf Blondine eigentlich. Okay, also wäre sie so dein Fall. Ja. Aber du hast gemeint, sie ist peinlich. Ja. Also ich hab ja gesagt, beide hübsche Mädels, aber... Okay. Ja, eher Blondine. Kleiner als ich auf jeden Fall, auch wenn ich selber nicht so groß bin. Okay, aber, trotzdem. Sehr schön gemacht. Ich würde sagen, wir gehen eins weiter. Das 7-7-Mädchen. Hallo. Hallo, ich bin jetzt Fiosch, die zweite Katja. Ich bin 18 Jahre alt, komme aus Aschaffenburg. Kannst du uns noch mal verraten, was 7-7 ist? Ich erinnere mich wirklich an Katja, ja? Katja Kasavich? Ja, Katja früher. Ehrlich, ich erinnere mich wirklich an Katja. Wie kaum. Okay, Sophia, ich check mal ihn einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, Real Madrid. So, sag mir, Sophie,
Ist es ein Date, ja oder nein? Ich weiß nicht. Also, erstens, er hat ein Loch in seinen Schuh. Wo hast du die her? Wo hast du die her? Zweitens, er hat Jum-Jum-Locken. Hast du Dauerwelle gemacht? Komm mal her. Aber er ist groß, das ist okay. Muckis hat er auch nicht. Weiß ich nicht. Mir fehlt bis sie. Frag ihn nochmal wegen seiner Haare. Also, Jum-Jum-Nudeln auf. Und deine Mutter hat das gemacht. Ja, ja, die kommt auch zu gerade. Hallo Mama! Okay, also er ist es nicht. Die ist auch heftig, Digga. Weiß ich, also selbst mit dem Drehen wird schwierig. Ich glaube, der ist nicht Mann genug und kennt mich nicht. Okay, wie muss denn dein Typ aussehen? Ja. Wie stellst du ihn vor? Latino, schön, braun gebrannt. Auch Latino. Bruder, ist Latino jetzt der neue Digga bei denen oder was? Von Kennex auf Latino gerutscht. Ziegenbart, dann guten Style. Ja. Ich darf seine Sugar Mami sein, das ist ganz wichtig. Okay. Und ja, er muss halt mit mir Tapes drehen. Genau. Okay, alles klar, gut. Wir hören uns die Meinung mal von drüben an. So, Jiggy, Jiggo, stell dich mal vor. Ich heiße Bernhard, immer noch der Vater von Frankfurt und immer noch 19 Jahre alt. Okay, wir haben hier einen originalen Talahun. Jo, das ist wirklich Talahun, Bruder. Was für Vater von Frankfurt, Mann. Vater keiner in Frankfurt kennt ihn, Digga. Krass. Ja. Schema, Bro. Ab von oben bis unten. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Berat, sag mir, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Oder nein, ich würde sie nicht daten, sie sind aus. Ah, da ist er. Der meint ihr mit RTL, der Kameramann hinter ihm. Digga, mit ihren blonden weißen Haaren, Digga. Das ist lustig, immer deine Fresse, Digga. Mit ihrer Fahrt hat er bestimmt von ihrem Vater geklaut. Also, ist wirklich RTL? Im Fernseher auf jeden Fall. Digga, ach du heilige Makrele, ey, Digga, wenn das doch im Fernseher ausgestrahlt wird. Ihr wisst selber, ne? Ihr wisst selber, was da passieren wird bei den nächsten Wahlen, Digga. Schön. Da bekommen das auch mehr Leute mit. Nimm den aus dem Mund und rede deutlich. Ich verstehe. Lass mich mal Ohrenbohr einfach mit dem Bleistift einfach so einen Strich, Digga. Das sind keine Ohrenbohren, Bruder. Mach es größer, Bruder. Mach es größer, Bruder. Mit deinem Seil, Alter. Kann man einfach so rausholen, einfach so schwingen, Bruder. Alter, du Penner, Alter. Kein Ohrring ist einfach zum Schwingen, Bruder. Zum Twerken ist es so. Was? Sag doch. Andere Menschen haben, Bruder, Menschen haben Wimpern, der Tengler, der kann damit fliegen, Bruder. Geh da hoch, Junge, kannst einfach da fliegen, Junge. Hat deine Schnauze, Digga. Ich hab nicht was gesagt. Sag, komm, sag doch irgendwas. Dein Zahnschalter von Hello Kitty, Alter, du Pakistaner, Alter. Hello Kitty auf die Eins, ja. Das ist ein Finger danach bekommen, du kleine Frau. Nee, ich steh nicht so auf Anal. Du vielleicht bist du schwul. Digga. Auf was? Auf was steh ich? Vielleicht stehst du auf Anal. Ja, der Typ, also man muss sagen, der Typ ist auf jeden Fall richtig peinlich. Die ist auch auf jeden Fall richtig peinlich, ne? Die beiden, die passen eigentlich richtig gut zusammen, weil die sind einfach cringe. Frech? Wer ist er? Also nein. Wer er ist, frag mal, wer er ist. Wer bist du überhaupt? Oder ihre Zähne sind so gelb, sie haben schon ein gelbes Auto. Das heißt, gelbes Auto, eine F***, Digga. Einmal schieben, ich auf meine Mutter, aber gerade das Kamera. Du sagst ein Damenboxer. Alter, du mit deinem kleinen so einem Stift, so einen Strich gemacht, Digga, hast keinen Titten. Du hast größere als ich, ja. Du hast dich schon letztes Video, hast dich blamiert, Bruder. Bei Gott, sei einfach leise, Digga. Bei Gott, du bist gar nicht. Ach so? Tee auf deinen Dingkette da. Ich hab gar nicht erkannt, dass Nimka ist, Digga. Ach, du heilige Makrele, Digga. Ja, die ist doch auch am Ende, Digga. Die wird doch jetzt auch Stammkundin bei Pumpe Monkey in seinen Videos. Sag doch was. Pack erstmal. Ey, du machst die ganze Zeit Double Time. Wir haben keine Zeit zum Reden, Bruder. Komm, deine Augenbrauen richtig, Junge. Es geht einfach hoch. Das fliegt einfach, Bruder. Sag doch, Junge, was willst du mir sagen, Digga? Er ist nur so mad, weil er gekocht ist. Aber man muss eigentlich sagen, Nimka ist eigentlich echt nicht hässlich, Digga. Aber wie die halt drauf ist, macht die halt richtig unattraktiv, finde ich, ne? Wirklich richtig. Ich fand diese Selin auch nicht so hässlich, ja? Hä? Die erste fand ich auch nicht hässlich. Ja, ist okay. Ja, verstehst du? Pack erstmal deine Eier aus und dann reden wir weiter. Also, guck mal, ich weiß. Was hast du gesagt? Ich kraul sie ihm auch. Also, gestern war ich draußen, Leute, 22 Uhr nachts. Ich war aus Aschaffenburg. Dann kommt die natürlich, diese Gummi, alle. Die sagt zu mir, darf ich. Ey, ich kenne dich von Tinder-Videos. Darf ich einmal. War's nicht so? Du hast. Stimmt gar nicht, du hast mir Geld geboten. Ja, Digga, 1 Cent, Digga. Wow. Mann, nimm KOF. Der redet so frech, Digga. Warum hast du so einen Hass gegen Frauen? Bruder, ich liebe Frauen über alles, Digga. Aber guck mal, ich komme hier hin, ich will jemanden kennenlernen, da sehe ich sowas einfach, Digga. So ein Orang-Utan, Bruder. Ich mache mich anständig, aber trotzdem, man kann immer. Siehst du ihn als Talahun? Schon, also weiß ich nicht. Das ist das Bauchtasche, Trikot. Was heißt denn für dich ein Talahun? Ja, so Kenneck-mäßig. Auch seine Haare. Durch mit deinem Polykugel, deine Zunge da, Alter. Was ist das, Junge? Kann ich aber rollen, Bruder? Ich roll dich mit weg, Junge. Digga, die Frau Hintergrund schockiert. Für dich ist es absolut kein Date. Nein. Wie muss denn deine Frau aussehen? Bruder, auf jeden Fall. Schreib uns mal deine Frau, die du nicht beleidigst. Stopp. Er hat ihr geschrieben. Du hast auch OnlyFans. Ja,
das ist natürlich wieder ein Eigentor. Das ist weird, Bro. Devran, danke schön für den Prime. Danke, danke. Danke für den Prime, Bro. Er redet groß, Digga, aber ist dann am Ende des Tages derjenige, der die anschreibt. Peinlich, so, ja. Das ist cringe, Bro. Ja, ist nicht cool, Digga. War nicht cool, dann ehrlich. Okay, okay, komm. Ein Moment. Wie kommt das? Ich hab nichts zu Selena gesagt, sie ist ein schönes Mädchen. Ich sag nichts zu ihr auf jeden Fall, aber ich sag einfach nur ihre Freundin da, Digga. Das ist einfach. Ich hab eine schöne enge Leute, Selena ist schön. Ich sag nichts zu der, die kann mir sagen, was sie will. Ich stehe dahinter, dass sie geschrieben hat, dass sie auch schön ist. Hab ich kein Problem damit. Wenn du mich auslacht, ist kein Digga. Problem, aber sie ist immer noch ein schönes Mädchen in meinen Augen. Aber du, Digga, Amanda, du mit deinem Ding, Amanda, einfach Mäus geworden, Frauen. Need for Speed, was ist denn eine Brille, Digga? Need for Speed, Amanda, rennen. Sag mal, letzte, Digga. Autorennsteller. Kauf mir eine neue. Wenn du ein Need for Speed, was ist das für eine Brille? Need for Speed, hä? Da Messer, er sagt halt einfach irgendwelche Wörter, die in seinem Kopf sind. Digga, er sagt Need for Speed, Brille. Oder ohne Sinn, also wirklich ohne Sinn. Sag mal, wie muss deine Frau aussehen? Auf jeden Fall, meine Schreib sie mal. Mindestens 1,85 groß. Die muss schon so 80 Kilo wiegen. Die braucht schon so einen Bizeps, Alter, dass ich mich schon so dann drücken kann. Ich meine, Frauen können auch manchmal der Mann der Beziehung sein. Deswegen, es wäre schon geil, wenn die ein bisschen groß wäre, mich auch beschützen kann. Nee, meine Frau kann nicht der Mann in der Beziehung sein. Auch sich selber beschützen kann. Ich meine, Frauen sind auch stark. Deswegen, Leute, Frauen, kennt euren Wert. Hä? Er redet über Frauenwerte. Bruder, das ist einfach so ein Controller. Aber ich kann drücken, was ich will, Digga. Ich mach mit dir, was ich will, Junge. Siehst du das immer noch wie das letzte Mal, dass du vier Frauen hast? Nein, Bruder, ich glaube, eine Frau würde schon reichen. Ich glaube, die hat schon zwei Arme, zwei Beine. Ich glaube, eine kann kochen, eine kann putzen, eine kann hier mein Ding Amanarem. Deswegen kein Problem, Digga. Ich habe meine Meinung geändert. Eine Frau kann auch wie vier Frauen sein. Deswegen. Kein Problem. Okay, gut. Ja. Wir machen weiter, würde ich sagen. Stell dich mal vor. Hi, ich bin Jemka und ich bin auf der Suche nach einem geilen Talahorn. Echt? Ja. Und du bist dafür extra aus? Berlin gekommen. Ich bin auf Meinst du, du findest den hier? Ich bin auf der Suche nach einem geilen Talahorn. Chat, seid euch auf jeden Fall bewusst, falls ihr irgendwann mal vor der Kamera seid, macht nicht den Fehler, den sie gerade macht. Kaut kein Kaugummi. Merkt euch das. Kaugummi kauen, sobald die Kamera an ist, sofort aufhören. Das sieht nie gut aus. Ja, ich weiß nicht, also der Typ, der ist ja so, der ist nicht ein Talahorn, der ist ein Remix, Alter. Alle seine Klamotten sind von woanders geklaut. Okay, warte, dann checken wir ihn, einmal ab, afghanische Gurke von oben bis unten. I've been really trying, baby. Würdest du die afghanische Gurke daten? Ja, nein, begründe. Nein, weil erstmal, seine Gurke ist ein Cornichon. Und zweitens, seine Klamotten, das passt alles gar nicht zusammen. Nicht mal die Kette passt zu dem Armband, Junge. Nicht du. Von wem hast du das geklaut? Hast du Spiegel zu Hause? Ja. Guck dich an, erst einmal dein Gesicht. Gefällt dir nicht? Guck du es dir besser an. Was gefällt dir nicht? Bruder, sie hat keine Wassermelone, Bruder. Bist du ein Mann oder bist du ein Mädchen? Digga. Sie ist eine Frau. Ich bin dein Daddy. Eine Frau mit dicken Melonen. Niemka, beschreib mal deinen Typ optisch. Wie muss er aussehen? Ja, 2 Meter größer auf jeden Fall, Digga. Und ohne diesen Pickel. Okay. Ja. Wie noch? Was für ein Landsmann? Der hat Schuhgröße 36, Junge. Was ist mit ihm? Okay, also absolut geht nicht. Nee. Gut. Wir hören uns jetzt mal die Meinung von ihm an. Ja. Bist du bereit? Ja. Stell dich mal vor. Ich heiße Imran. Imran? Die Leute kennen mich, Bruder, afghanische Gurke. Okay, check. Sie kommen jetzt gleich, warte. Okay. Auch crazy, wenn Leute bei Pumpin' sind und sagen, die Leute kennen mich schon und so, ne? Ja, klar, die sind doch Superstars, Digga. Man kennt die. Zieh mal ab, von oben bis unten. I've been really trying, baby. Geht auf jeden Fall. Afghanische Gurke, sag... Cool, sieht cool aus, ja, ernst. Würdest du Niemka daten, ja, nein? Bruder, gefällt mir nicht, Bruder. Du hast dich gerade angespuckt. Sie sieht aus wie mein Bruder. Du meinst, weil ich so klein bin oder was? Oh shit, Kamera stehen geblieben. Weil ich Peace gezeigt habe, ja? Ja. Sekunde, Chat. Ich wollte eigentlich 7,8 zeigen, Digga. Zeig aber gar nicht. Und wegen dieser Einstellung von Apple, wer das kennt, der kennt das, Digga. Du zeigst Peace oder so, auf einmal Dings. Komm, Luftballon aus uns. Ah, shit. Sorry. Wallah, weiß nicht, Bruder, ich verstehe, sie ist, du bist ein Mann oder bist du ein Mädchen? Weil du dich neben mir wie eine Frau fühlst, bin ich jetzt ein Mann oder was? Willst du afghanische Gurke mit Salz oder mit Honig? Ich will gar nicht. Käse auf Ja, mit Käse. Mit Käse. Kein Problem. Mit Honig ist besser.
Man kann den beim an den Haaren ziehen, halt, weil ich dein Gesicht hat nicht so viel. Was? Was denn? Guck, Bruder, sie hat keine Hose, Bruder. Wo ist deine Hose? Bei ihnen zu Hause vergessen? Ja. Bei Berater? Nee, nee, nee. Ach so. Sie hat keine Hose bei ihm zu Hause vergessen. Hä? Seid ihr zusammen oder was? Nein. Ah. Wieso? Ihr seht irgendwie so kuschelig aus gemeinsam. Was sagst du? Egal, Bruder, was sie hat gesagt, kein Problem, ich gebe dir ein Geschenk. Ja. Ich gebe für sie ein Geschenk, kein Problem. Was für ein Geschenk? Willst du? Nein, ich will nichts von dir. Ein afghanisches Gurke. Willst du groß oder willst du kleiner Geschenk? Ihr seid doch beide klein, was los? Ich gebe dir ein Geschenk. Brauchst du große oder kleine? Aber warum ist diese Gurke so klein? Willst du große? Willst du? Willst du groß? Das war witzig. Digga, ja. Diese so cringe, Digga. Das war geil. Das war witzig, ernst. Das klein, das groß. Nee. Nein, ey, gut, nee. Gut, dass du Unterstützung. Bei dir rein. Diese Dinger soll bei dir rein, Junge. Bei dir rein. Bei dir rein. Klein bei dir rein, groß bei dir rein. Ey, Digga, was ist das für ein Typ, Alter? Komm mit irgendwelchen hierher, Alter. Was ist das für einer? Warum kommst du mit irgendwelchen hierher? Ja, nee, Mann, groß. Du hast... Sag mir, warum brauchst du... Wo waren diese Dicks heute schon drinne? Wo waren diese Dicks drinne? Gefällt dir? Welche gefällt dir? Welche gefällt dir? Hallo? Mach mal in deinen Tees rein. Der Mensch steht ganz normal so, gell? Diese kleine steht einfach so wie so eine Äste, gell? Ey, aber warum beleidigst du die ganze Zeit wie ein Opfer? Was ist mit dir? Hast du keine Erziehung? Mama, was beleidigst du die Frauen? Er macht gerade im Fernsehen lächerlich. Bei mir okay. Das ist mein Job. Aber er macht schlecht. Digga, das Ding ist, sie werden einfach alle im Fernseher ausgestrahlt. Ich hab's gerade wieder vergessen. Ey, oh mein Gott. Sehen das? Wir haben ja noch eine, oder? Ja. Okay, komm, wir machen mal weiter. Aber das Punk ja auch so ein Video machen, das ist auch schon wieder krass, Digga, ehrlich. Dass er so eine, dass er das Termin mit denen ausgemacht hat, Digga, mit RTL und so. Dass sie kommen und so und das aufnehmen. Ist eigentlich voll schlecht für ihn. Gar nicht gut, Digga, ehrlich, warum macht er das? Genau, ich hoffe, es wird ein Happy End, was ich aber nicht glaube. Wir haben hier eine Legende. Nadja Offenbach, stell dich mal vor. Ja, Fernsehteam ist da. Alter. Ich war schon lange nicht mehr hier. Bin seit ich 16 bin hier, jetzt bin ich 20 und jetzt gibt's... Ein bisschen Beef oder so. Kannst du, bevor wir überhaupt anfangen, so eine Line für uns legen? Ah. Was? Nein, sei nicht aufgeregt. Bleib locker. Ja. Brauchst du dafür ein Beat? Nee. Setz die Maske auf. Nee, warte. Ey. Nadja ist es, Digga. Legende. Digga, Abdullah Chim. Redest du mit mir? Du bist die Kneckbrot, Digga. Einmal brechen, du bist weg, die ganze Mode. Ey, was hast du irgendwie Kuss gezogen? Warum zappelst du die ganze Zeit, Digga? Keine Eltern, warum so zappelst du, du Entzug, Alter. Was ist das eigentlich? Hast du eigentlich Haare oder hast du eigentlich so Papier da drauf geklebt, Digga? Was ist das eigentlich? Sind das Haare? Zeig mal, sind das Haare? Sind das Haare? Oder was? Du hast Hänger auf deinen Lippen, du kannst fliegen, oder du... Hast du heute schon gesagt? Der Typ ist auch auf Angriff, ne? Er geht direkt straight auf alle. Ihnen ist egal, Digga. Royal Rumble. Was hat er immer gesagt? Leute. Der Vater von Frankfurt? Hat er sich so genannt? Ja. So mal chillen, ja. Mal, sei mal leise. Okay, wir wollten eine Line, komm. Ja, komm. Nee, jetzt hab ich. Ein Part, komm. Okay, ihr gebt die Unterstützung, warte. Setz die Maske auf, zieh die Waffe raus, halt den Waffenlauf der Kassenfrau in den Rachenraum. Oh! Bruder, das war 5 Sekunden, ja. Rap doch länger. Nadja Le. Maniac! Noch ein. Kannst du ihm eins geben? Er ist sprachlos. Egal, wir machen mal weiter, komm. Weißt du, was wir heute machen? Damit, weil es nicht aufgegangen ist, weil einer ausgefallen ist. Du checkst die beiden einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. So, sag mir, bei wem ist es ein Date? Also ich sag dir ehrlich, was soll man da abchecken? Was meinst du damit? Der eine kann nicht boxen und der andere, keine Ahnung. Ich will nicht gegen beide, die sind beide hässlich. Okay, aber wie muss denn dein Mann aussehen? Ja, blonde Haare, braune Augen, 1,80 groß. Aber nicht so welche, der so Fußsohlen ableckt, alle. Hören wir uns mal die Meinung von drüben an. Stellt euch mal vor, beide. Also ich bin's Ömer, ich bin aus Freiburg, 20 Jahre alt. Ich bin Actyp aus Neu-Isenburg. Ihr wisst Bescheid. Checkt mal Nadja Offenbach einmal von oben bis unten. Bruder,
Irgendwas stimmt mit Ich-Chip nicht. Ich meine das ernst. Ja, ich glaube, der ist eingeschränkt. Also aber ernst jetzt. Kann ne? echt sein, dass er wirklich. Also ja, safe. Ich glaube auch, ehrlich. Das merkt man doch. Guck mal, jetzt guck ihn beobachtet. Chip aus Neu-Isenburg. Ihr wisst Bescheid. Checkt mal nach die offenbar einmal. Ja, der ist nicht bei 100%. Deswegen, also. Am besten so einer, der kommt auch nicht mehr in Videos vor. Oben bis unten ab. I've been really trying, baby. So, Jungs, fangt an, was sagt ihr? Ist es ein Date, ja oder nein? Nein, Bruder, das ist kein Date. Warum nicht? Sieht aus wie mein Onkel mit Schminke, Walla. Oh. Ich bin ohne Schminke sogar hübscher als deine ganze Familie. Junge, deine Augenbrauen sehen aus wie Flügel, was redest du? Dann zupf mal deine. Ey, warte mal, sie hat gesagt, ich kann nicht boxen, aber wer hat den Boxkampf gegen mich verloren? Ich schwör. Digga, stark. Macher, Digga. Er ist der Mann. Er kämpft gegen eine Frau, gewinnt und fühlt sich dabei stark. Heftig. Respekt. Sie hat gesagt, ich kann nicht boxen, aber wer hat den Boxkampf gegen mich verloren? Ich schwöre auf die Bibel, ich würde dich nicht daten. Bei Gott sogar, bei Jesus. Bei Jesus sogar. Was soll ich machen, Digga? Erstens, du bist ein Mann. Erstens bist du... Verlorene Seele, Digga. Schwerer, größer bin ich und außerdem war ich... Boah, mal, Alter, wie siehst du aus? Geh mal weg, Digga. Fühl dich nicht, Digga. Ich war da komplett auf Bader. Was soll ich machen? Pech, Digga. Küss meine Hand. Küss. Brady. Die Bibel schützt. Ich hab auch gesehen, Digga. Ich wollte sagen, bei Allah, Digga. Sag bei Jesus, Digga. Der ist auch krank, ne? Du. Digga, du Litsch. Was redest du? Junge, du hast gegen mich im Boxkampf verloren und hast immer noch ein großes Maul. Geh mal nach Hause, Digga. Bist du stolz, dass du gegen eine Frau gewonnen hast? Ist das geisteskrank, Digga, ehrlich. Bruder, sie wollte kämpfen. Ich habe gefragt, ob es okay für sie. Ja, ja. Und dann hat sie angefangen zu weinen, Digga. Ja, aber ich war auch brutal auf Bader, Digga. Bruder, keine Worte zu ihr, ich sag dir ehrlich. Also würde ich das daten, meine Mutter wäre enttäuscht. Bruder, ja. Geh mal ganz weg, Digga. Was ist schlimmer? Geh Bahnhofshütte, geh da arbeiten und fuck mich nicht ab, Digga. Hat jemand eine Flasche? Oh, eine Flasche! Ich bin der auserwählte Christ, ich setz mich nicht auf Flaschen wie du. Hier setz dich drauf! Egg-Tube. Kulturschock. Alles da! Ich hab euch vorhin schon gesagt, Egg-Tube geht's nicht gut. Also er ist 100% eingeschränkt, ehrlich jetzt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er normal ist, ja? Alle Aussagen, die er tätigt, man muss das halt immer so sehen, der ist halt. Er ist halt ein bisschen krank. Ich glaube, so, wirklich, ne? Deswegen muss man das ein bisschen anders betrachten als bei einem Menschen, den es geistig eingeschränkt, ja. Hund. Talahina, red nicht. Was ist sie? Talahina, Digga. Was ist das? Weibliche Form von Talahina, nur noch schlimmer. Ja, warte, stopp. Siehst du das da oben? Das da oben in dich rein. Wow, bist du cool. Wow, Respekt. Keine Worte, Digga. Bruder, die schießt nur, weil sie weiß, dass keiner von uns sie daten würde. Wer hat gesagt, dass ich euch daten wollte? Junge, du arbeitest mal weg, Digga. Seit wann arbeitest du? Ich hab dich gestern im Hochbahnhof gesehen, Rotshaus. Wow. Digga, such dir mal einen Job, dann kannst du dir wenigstens echte Gucci-Sachen leisten. Willst du das Video alles beenden, indem du für uns rappst? Dina Neu ist fake auf Telegram. Mein Gewinnspiel geht immer noch bis zum 31. Was habt ihr für ein Motto fürs Leben? Die große Liebe finden. Drunk love and fuck. Ja. Keine Ahnung. Willkommen auf der Street. Seit Anbeginn Gangster. Weil ich nichts anderes gelernt hab, fuck the police. Wir fliegen wieder vom Dreckstadt. Wie mal und Benza, fick die Justiz. Dank dem Richter und Wärter, wir sitzen wieder im Kerker. Please, du bist niemals einer von uns. Halt die Fresse oder du bist Nein, Jungs, wie fandet ihr das? Bruder, geh mal nach Hause, Digga. Bruder, scheiße, sie verscheucht die ganzen Leute hier. Geh schlafen. Rap. Ey, der war stark heute, die Jungs, Digga, ehrlich. Geile Antwort, ja. Digga, Eggie on the track, alle weg, kein Respekt, back on the drag. Ich glaube, ich bin verknallt in einen Talahun. Mit Louis Gürtel, Gucci Cap und Air Max Schuh. Das war's. Da kommt jetzt nichts mehr. Ihr merkt selber, ja. Frankfurt ist einfach Frankfurt. Wir kennen Frankfurt wohl so. Frankfurt war noch nie anders. Die Leute sind durch und die werden auch für immer durchbleiben. Das Ding ist, ich glaube, das sind nicht mal alles. Die meisten von denen sind nicht mal Frankfurter. Ja? Die kommen echt von außerhalb. Die wollen einfach in Pumpy Monkey seine Videos mitmachen. Ja, genau. Pumpy macht das schon gut. Aber nächste Wahl, Digga, werden nicht gut enden, ne? Mit diesem RTL-Videodreh, den die da hatten jetzt, Alter.